Heute soll es ein billiges Schachspiel werden. Kein Schachcomputer, das wäre zu viel des Guten. Das machen wir in der Klausur. Haha. Die Darstellung eines Spielfelds, vor allen Dingen Figuren auf dem Spielfeld. Bauer, Turm, Läufer, will ich jetzt nicht alles hinmalen. Als Übung für Vererbung, wie erben Klassen voneinander, als Übung von Polymorphie. Was muss eine Schachfigur im Allgemeinen können? Was muss ein Bauer im Besonderen können oder was muss er anders können als die anderen, dass wir das mal durchexerzieren an diesem billigen Beispiel. Man könnte sowas dann weitertreiben, dass man das, was dann nachher hier im Laufe des Tages entsteht, dass man das zum Beispiel benutzt für Fernschach. Diese Züge, die jemand macht per Maus, werden übertragen per Internet an einen anderen Computer, der die dann darstellt und dann kann man da dann einen Gegenzug machen und so weiter. Das soll es im Prinzip werden. Wir fangen an mit einer Klasse für solche Schachfiguren. Standardprojekt, wie üblich. Damit das Ganze hübscher wird, sauberer wird, würde ich jetzt diese Klasse nicht in dieselbe Datei reinklatschen wie dieses Hauptprogramm hier. Man könnte sie ja da unten dazu schreiben, was hier jetzt noch steht. Public, oder es müsste gar nicht mal public sein, die Klasse muss nicht öffentlich sichtbar sein. Wir können hier einfach sagen, Klaas, Schachfigur, was dazwischen schreiben und fertig. Würde man typischerweise nicht machen, man würde die auslagern, damit es hübscher wird, übersichtlicher wird, eine eigene Datei machen. Hier Mausklick rechts, in dem wunderschön benannten Projektmappen-Explorer, Mausklick rechts, hinzufügen, Klasse. Eine Klasse und einen Namen braucht sie auch. Schachfigur. Chesspiece. Ne, wir lassen es mal auf Deutsch. Schachfigur. Uhr. Wir sehen, wir haben eine neue Datei. Hier vorne stehen schon so diverse Sachen drin, die wir sinnvollerweise verwenden werden. Typischerweise. Da müssen wir die Usings nicht dazu schreiben. Derselbe Namespace wie vorher. Ich habe das Ganze ja Schach genannt, das ganze Projekt. Das habe ich im Projekt gesehen. Vorsicht mit diesen Namespaces, die können Sie nicht einfach so umbenennen. Wenn Sie hier was anderes hinschreiben, lebt Ihr Programm plötzlich in einer anderen Abteilung dieses Warenhauses und findet seine Bestandteile nicht mehr. Das ist schwierig. Also alles lebt im Namespace Schach. Die Hauptfensterklasse jetzt ebenso wie unsere Schachfigur. Jetzt lasse ich Sie ein bisschen arbeiten. Was sollte sich so eine Schachfigur merken können? Wie schreiben Sie das da rein? Und dann sinnvollerweise wird natürlich sowas wie Läufer oder Turm wird erben von der Klasse Schachfigur. Wie schreiben Sie das hin? Das bauen Sie mal. Also offensichtlich merkt sich die Figur erstmal überhaupt ihre Position. Das geht beim Schach ja offiziell mit A, B, C, D und Zahlen 1, 2, 3. Ich würde tatsächlich, damit es einfacher ist für uns hier in C-Sharp sagen, von 0 bis 7 Reihe und Spalte und einfach auch nur mit X und Y, kein Array oder sowas veranstalten. Also hier würde ich sagen, X soll sein die Spalte und der Einfachheit halber von 0 bis 7. Das heißt, man muss irgendwann dann umrechnen von den schachüblichen Angaben und die Zeile 0 bis 7. Und man müsste sich jetzt noch merken, wo oben und wo unten ist. Mit der Zeile geht die Zeile bildschirmmäßig, dass oben die Zeile 0 ist. Ich glaube, da würde ich dann jetzt doch sagen, damit es nicht ganz so heftig ist, sagen wir, oben ist die Zeile 7 und unten ist die Zeile 0, dass es so halbwegs wie beim Schach ist. Unten Zeile 0. Lege ich jetzt einfach mal so fest. Man könnte es auch total anders machen. Das Ding weiß also seine Position. Dann soll es irgendwie laufen können. Ich muss dieser Figur im Allgemeinen sagen können, gehe irgendwo hin. Das ist spannend. Wie sage ich so einer Figur, gehe irgendwo hin? Die Zielkoordinaten, sehr schön. Wir nennen diese Funktion natürlich irgendwie
jetzt habe ich auf Deutsch angefangen, jetzt bleibe ich bei Deutsch, bewege, das soll ja im Imperativ heißen, Befehlsform, bewege, oder vielleicht bewege zu, bewege nach, die Zielkoordinaten, sagen wir X-Ziel, ne? X-Ziel und Y-Ziel. Wird ja geschrieben wie eine normale Funktion. In Schweifklammern schreiben wir dann dahinter vielleicht oder auch nicht. Sehen wir gleich, was die nun tun soll. Was soll diese Methode, Funktion, sollte die was zurückliefern? Wenn ja, was? Müsste man das nicht in jede einzelne Schachfigur machen? Jetzt kommt ja der Witz mit Polymorphie. Der Läufer wird sich anders bewegen als das Pferd und so weiter und so fort. Die Gesamtschachfigur weiß, dass es sowas wie Bewegung gibt. Aber jede der Kindklassen wird für sich eine andere Lösung haben. Das ist die Stelle, an der gleich die Polymorphie reinkommt. Die einzelnen Kinder werden ein anderes Verhalten haben an dieser Stelle. Es wird in jedem Kind die Funktion, Methode geben, bewege nach, aber die wird anders implementiert werden. Und das heißt, hier sage ich nur, es gibt so eine Methode und die Kinder müssen sie implementieren. Da wollte ich aber gleich erst drauf hinaus. Ich würde erst nochmal wissen wollen, ist das sinnvoll, dass das irgendwas zurückliefert? Was könnte diese Funktion zurückliefern, diese Methode zurückliefern an Informationen? Ich habe so eine Idee. Das gefällt mir. Ob es überhaupt gesetzt werden kann, wenn Sie einen verbotenen Zug machen, dann muss ich die Figur wehren, oder das Spiel wehren. Und das gebe ich natürlich am einfachsten als Buhl zurück. Der sagt mir ja oder nein. Ist der Zug erlaubt? Rückgabe. Für diese Angabe, die ich jetzt da hinten schreibe, gibt es später ordentliche Möglichkeiten, Kommentare zu machen. Ich schreibe jetzt einfach nur mal da hinten so Rückgabe, Doppelpunkt. Ist Zug erlaubt? Das stelle ich mir vor. Was würden Sie jetzt noch alles dazu schreiben, zu dieser Methode? Was würden Sie hier alles noch dazu schreiben? Jeder soll darauf zugreifen können. Ja, Public. Wer nachher darauf zugreift, im programmtechnischen Sinne, das ist hier die Hauptfensterklasse. In der Hauptfensterklasse werde ich irgendwas mit der Maus veranstalten. Wenn die Maus hier oder da geklickt wird, dann tue dieses oder jenes. Diese Klasse soll nachher darauf zugreifen. Am einfachsten ist, wenn ich sage, jeder darf. Public. Auf jeden Fall darf da nicht nichts stehen. Sonst kann man nur innerhalb dieser Klasse Schachfigur darauf zugreifen. Das wäre ein bisschen wenig. Kann sie sich nur selbst bewegen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Microsoft hat die Konvention, wenn was öffentlich ist, schreibt man es groß. Ich schreibe es deshalb hier auch jetzt groß. Und jetzt kommt der große Trick noch für die Objektorientierung. Die Kindklassen sollen verpflichtet sein, diese Funktion selbst zu implementieren, selbst zu sagen, wie denn die Bewegung geht. Wie sagen Sie das? Wenn wir sagen, sie ist virtual, dann müsste ich sie hier wirklich auch bauen. Dann hätte auch die Mutterklasse bereits diese Funktion. Was blödsinnig ist, weil so eine allgemeine Schachfigur kann sich nicht bewegen. Sinnvoller wäre zu sagen, sie ist abstract, nicht virtual, sondern abstract. Ups, abstract, abstrakt. Und hier ein Semikolon hinterzumachen, statt der Schweifklammern. Damit sagen sie, jede Kindklasse muss sagen, wie das geht, oder die Kindklasse kann nicht gebaut werden. Und, mal gerade hier gerade erstellen, Sie sehen, jetzt gibt es zwar keine roten Kringel, aber hier gibt es Ärger. Eine abstrakte Methode, jetzt muss ich noch was tun. C-Sharp verlangt dann, dass ich die Klasse auch als abstrakt benenne hier, so. Abstrakte Klasse mit einer abstrakten Methode. Jetzt ist der Compiler glücklich. So, nochmal, was das bedeutet. Abstract heißt,
Ich sage nicht, wie das funktioniert. Die Kindklassen sollen mal sagen, wie das funktioniert. Ich sage hier nicht, wie das funktioniert. Das heißt aber, dass von dieser Klasse Schachfigur nicht tatsächlich irgendeine Instanz gebaut werden kann. Man kann keine Maschine bauen, bei der nicht festgelegt ist, wie diese Funktion funktioniert. Das wäre ein bisschen komisch. Eine Maschine, die nicht zu Ende gebaut ist. Und deshalb verlangt C-Sharp da oben auch ein Abstract. Diese Klasse soll abstrakt sein, sie kann nicht gebaut werden. Ein Abstraktum. Es gibt nicht wirklich eine Instanz von Schachfigur. So wie es keine Instanz von Tier gibt, es gibt nur reale Katzen und reale Hunde, aber es gibt kein Tier in diesem Sinne. Im wahren Leben genauso hier die Schachfigur. Es gibt keine Schachfigur wirklich. Es wird nachher nur Läufer und Türme und Bauern und Damen und was auch immer geben. Das sage ich mit Abstract. Sie bauen mal eine Ableitung hiervon für den Turm. Was macht der Turm? Der Turm kann sich nur exakt horizontal oder exakt vertikal bewegen. Okay, also die Kindklasse Turm. Class Turm und dann Schweifklammern. Was sie denn alles enthält. Was die zusätzlich zur Schachfigur enthält. Und das muss ich ja sagen, sie soll von Schachfigur erben. Das sieht in C-Sharp so aus. Hinter dem Namen der Kindklasse, Doppelpunkt, Name der Mutterklasse. In C++, Doppelpunkt, Public, Name der Mutterklasse. Und in Java stünde hier Extens, Turm, Extens, Schachfigur, erweitert die Klasse Schachfigur, weil die Kindklassen ja allenfalls noch mehr können als die Mutterklassen, deshalb dann Extens. Bedeutung ist dieselbe in allen drei Fällen. Hier ist es die kürzeste Schreibweise, Doppelpunkt, Name der Mutterklasse, Feierabend. Also der Turm soll alles können, was die Schachfigur kann. Jetzt muss ich noch was zu dem Abstract sagen. Dieses Abstract sagt, jetzt aber nochmal, dass diese Methode da sein soll, aber unsere Mutterklasse Schachfigur verrät nicht, wie sie gebaut ist, was jetzt passiert in dieser Methode. Ich weigere mich, diese Methode hier zu bauen, sozusagen. Ich sage nur, sie soll da sein. Das verlangt dieses Abstract, dass die Mutterklasse niemals gebaut werden kann. Es gibt keine reine Instanz von Schachfigur als solcher. Ich möchte aber eine Instanz von Turm bauen können. Es soll einen Turm und einen Läufer und einen Dame und einen König und so weiter geben können. Die sollen nicht abstrakt sein. Damit das geht, muss der Turm jetzt aber sagen, was denn diese Funktion da machen soll. Und das ist dann wie bei Virtual mit Override. Override, Leerzeichen. Und Sie sehen, was Sie hier überschreiben können. Bewege nach. Noch ein paar andere, die wir gar nicht gebaut haben selbst, aber bewege nach, können wir. Das setzt er uns von selbst hier rein. Ich schreibe auch mal nur Return False, damit er wirklich einen boolschen Wert zurückgibt. So, na. So sieht das dann aus. Eine Klasse namens Schachfigur mit einer abstrakten Methode. Und eine Kindklasse namens Turm, in der diese abstrakte Methode dann wirklich implementiert wird. Hier muss natürlich jetzt ganz viel rein noch. Bei dem Turm glücklicherweise nicht ganz so viel, aber so ein bisschen was. Der Turm wird jetzt also alles haben, was die Schachfigur hat. Eine Variable x, eine Variable y. Und der Turm sagt sogar, wie diese Methode bewege nach zu funktionieren hat. Das müssen wir uns gleich noch überlegen, dass sie was Sinnvolles macht. Der Turm kann dann gleich wirklich gebaut werden. Ich kann jetzt in mein Hauptprogramm reingehen hier, zum Beispiel in mein Hauptprogramm reingehen und sage, baue doch bitte einen Turm. Turm t ist gleich nu Turm. Was könnte ich zum Beispiel tun? Damit gibt es einen neuen Turm. Was ich nicht tun kann, ist eine Schachfigur zu bauen, ne? Figur im abstrakten Sinne zu bauen. Das gibt, zeige ich das uns mal an.
das gibt was auf die Finger. Es ist nicht erlaubt, eine Schachfigur zu instanzieren. Er kann die Blaupause namens Schachfigur nicht wirklich ausführen. Die kann er nicht bauen, weil ich da ausdrücklich gesagt habe, dass die Schachfigur abstract sein soll. Abstract heißt nichts anderes als, diese Klasse kann nicht wirklich produziert werden. An dieser Stelle heißt abstract nichts anderes. An dieser Stelle da unten heißt abstract, ich verrate nicht, wie diese Methode funktioniert. Das sollen mal die Kindklassen tun. Und dieses abstract da unten bei der Methode bedingt das abstract da oben. Und dieses abstract da oben bedingt, dass ich keine neue Schachfigur als solches bauen kann. Jetzt kann man hier überprüfen, ob es hinhaut. Ist der Zug erlaubt oder nicht? Das schreiben Sie mal hin. Wie kriegen Sie raus, ob der Zug erlaubt ist oder nicht? Ja, bleibt das Ding in derselben Spalte oder in derselben Zeile? Unabhängig davon, ob er jetzt auf andere Figuren stößt, das ist noch eine andere Geschichte, bleibt er in derselben Zeile, in derselben Spalte. Das heißt, ich muss jetzt diese beiden hier vergleichen mit x und y. Das Blöde ist, sie kommen nicht, das merken Sie gerade, sie kommen nicht an x und y dran, denn die sind ja privat in der Mutterklasse. Das heißt, wir haben in dem Turm versteckt x und y drinnen, weil wir von der Mutterklasse geerbt haben, wir kommen nur nicht dran. Das ist wirklich saublöd. Die machen Sie aber nicht public, dann kann ja jeder dran kommen. Die machen Sie protected. Protected heißt, dass die Kid-Klassen darauf zugreifen können. In Java ist das noch eine etwas andere Geschichte, aber hier in C-Sharp und in C++ genauso heißt das protected. Die Kind-Klassen dürfen darauf zugreifen. Und damit haben Sie hier im Turm eine Chance. Nicht jedermann darf, aber alle Kindklassen dürfen. Also insbesondere darf Turm jetzt auf x und y zugreifen. Schreiben wir das mal hin. Er soll in derselben Spalte oder in derselben Zeile bleiben. Wo ich das sehe, ich gehe natürlich davon aus, erstmal, dass die Welt freundlich ist und dass diese Funktion bewege nach nicht mit Zahlen unter 0 oder über 7 aufgerufen wird. Das müsste man tatsächlich auch noch einbauen, aber das nehme ich jetzt mal ganz dreist an. X-Ziel und Y-Ziel sind zwischen 0 und 7. Sonst wird es allmählich ein bisschen viel an Tests, die man da alle machen muss. Und noch eine Annahme würde ich einbauen. Es ist überhaupt eine Bewegung drin. Es wäre ja auch verboten, als Zug die Figur einfach stehen zu lassen. Also ich gehe auch davon aus, dass der Zielpunkt ein anderer ist als der Startpunkt, das wirklich bewegt ist. Dafür muss dann der Aufrufer sorgen. Das könnten wir alles überprüfen. Hier wäre vielleicht sogar sinnvoll, das alles zu überprüfen. Nur wäre mir das jetzt ein bisschen viel. Also hier bitte nur prüfen, ob der in derselben Zeile oder in derselben Spalte bleibt. Ich habe gerade folgende Konstruktion gesehen. If x-Ziel ist gleich gleich x oder das oder hier finde, oder y-Ziel ist gleich gleich y, dann geben wir wahr zurück, return true, wenn das der Fall ist, wenn ich in derselben Spalte bleibe oder wenn ich in derselben Zeile bleibe. Das hier könnte man etwas kürzer schreiben. Genau, Sie schreiben einen Return vor diesem boolschen Ausdruck.
Das sieht auch noch nach einem halben Jahr ganz fürchterlich aus, aber es funktioniert und wäre das, was man machen würde. Hier wird ein wahr oder falsch ausgerechnet. Ist das xc gleich x oder das yc gleich y? Das ist ein wahr oder falsch. Und dieses wahr oder falsch gebe ich zurück. Feierabend. Eine Zeile, keine fünf Zeilen. Weil es mir hier auf Objektorientierung und sowas ankommt, würde ich jetzt tatsächlich auch sogar Folgendes ignorieren. Annahme schreibe ich noch dazu, niemand steht im Weg. Das wird dann nämlich ziemlich kompliziert. Das Pferd darf andere Figuren überspringen, der Turm darf andere Figuren nicht überspringen. Das ist mir jetzt zu viel an Logik, da noch einzubauen. Wenn es nur einfach mal darum geht, eine Idee zu kriegen, was Klassen so tun, was Polymorphie sein soll. Da schreibe ich jetzt mal so ganz dreist dazu. Das müsste man ordentlich lösen, wenn man das macht. So sähe dann der Turm aus. Und analog kann man die anderen bauen. Wenn ich das Ganze darstellen will, was sollte ich mir noch alles merken? Oder was sollte ich noch haben, wenn ich das jetzt auch malen will, das Schachfeld? Ja, ein Charakter mit dem Bildchen von dem Turm, ein Buchstabe mit dem Bildchen von dem Turm. Netterweise ist das hier ja alles Unicode-fähig. Ich habe da mal was vorbereitet. Wenn Sie die richtigen Tasten auf dem richtigen Rechner drücken, kriegen Sie das hier sogar direkt, dieses Symbolchen hier. Es sollte auf dem großen Keyboard, sollte das sein, Alt gedrückt lassen und dann 9812 tippen und so weiter, dann sollten Sie diese Symbolchen hier kriegen. Die sind irgendwo weit hinten in Unicode versteckt. Sie können es aber auch so haben, statt dass Sie das Symbol direkt angeben, tippen Sie innerhalb von einer Zeichenkette oder innerhalb eines Charakters mit einfachen Anführungszeichen dieses hier, Backslash U, um zu sagen, Unicode Zeichennummer so und so viel. Und dann kommt die Nummer in Unicode, Hexadezimal 2654, ist also der hier. Und hier der letzte Hexadezimal 265F ist der hier. Gibt es lange Tabellen im Internet, wo man diese ganzen Zeichen findet. Also es ist nicht nur Chinesisch und Kyrillisch drin, sondern es sind nebenbei auch noch Schachfiguren und die Astrologie und was auch immer alles dabei. So kommen wir an die Figuren. Das möchte ich jetzt, dass der Läufer zum Beispiel sich merkt, aha, das ist dieser Buchstabe, so stelle ich mich da, oder dieser Buchstabe. Oh, es fehlt noch eine wesentliche Information überhaupt. Schwarz oder weiß, wo merken Sie sich schwarz oder weiß? Ja, und drei schöne Lösungen. Also Enum, schwarz-weiß, oder Enum Farbe, schwarz-weiß, das wäre die Profilösung, gar keine Frage. Ich will nicht zu viel auf einmal machen. Int, man merkt sich 0, man merkt sich 1, könnte man machen. Aber wenn ich mir nur 0 und 1 merke, dann schreit es für mich eigentlich nach Bool. Das ist so die Haushaltslösung, die man noch relativ leicht verstehen kann. Also die Schachfigur merkt sich in einer boolschen Variable, bin ich schwarz oder bin ich weiß. Ist weiß, nenne ich die jetzt einfach mal. Boolsche Attribute sollten dann ja irgendwas mit ist heißen. Boolsche Variablen sollten irgendwas mit ist oder hat, kann heißen. Eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und die sollte natürlich auch wieder protected sein, dass die Kindklassen darauf zugreifen können. So, das heißt, der Turm muss sich zwei Sachen merken. Er muss sich merken, wie der schwarze Turm aussieht und wie der weiße Turm aussieht. Wir speichern uns zwei Characters. Einmal, wie er schwarz aussieht, Schwarzfigur. Der wird also sein, wir sind beim Turm, Turm beim Turm, das ist der hier, ja, der schwarze Turm, da haben wir den schwarzen Turm. Sie nehmen wirklich dieses Unicode-Zeichen oder Sie nehmen hier den vierten am Ende, Anführungszeichen, Backslash U, 265C, Anführungszeichen. Aber hübscher ist es natürlich tatsächlich, wenn da das Unicode-Zeichen steht. Ja, so.
So soll er in Schwarz aussehen und in Weiß soll er der so aussehen. So. Jetzt wissen wir zumindest, wie er sich anzeigen soll. Er kann sich noch nicht anzeigen, aber es ist zumindest gespeichert, als welche Figur er sich anzeigen soll, als welche Buchstabe er sich anzeigen soll. Finden Sie das soweit, jetzt wird es ein bisschen eng auf dem Bildschirm, finden Sie das soweit sinnvoll? Wenn ich das so frage, meine ich natürlich, ich glaube, das ist so noch nicht total sinnvoll. Inwiefern? Jede Schachfigur wird ja mit irgendeinem Buchstaben dargestellt werden. Jede Schachfigur hat eine X-Koordinate, jede Schachfigur hat eine Y-Koordinate. Das ist weiß, sollte ich mir vielleicht trotzdem merken, auch wenn ich nachher den Buchstaben weiß. Ich muss ja wissen, zu welcher Partei diese Schachfigur gehört. Das merke ich mir trotzdem. Ich merke mir obendrein, was denn protected der Buchstabe dafür ist. Und dann muss ich mir auch nur einen merken. So, dann nehme ich Form. Ich nenne es Form. Da muss ich mir nur einen einzigen Buchstaben merken. Pro Schachfigur. Und jetzt kommt nämlich hier der spannende Moment. Wenn der Turm gebaut wird, dann soll er wissen, wo er steht, ob er schwarz oder weiß ist. Und das hier gefälligst alles erledigen. Schreiben Sie das mal hin. Ein Konstruktor für den Turm. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinscrollen soll, dass man alles sieht. So, ein Konstruktor für den Turm, dem Sie die Koordinaten geben, dem Sie schwarz-weiß geben, diese Information. Das hier brauchen wir gleich nicht mehr. Es wird vielmehr hier diese Form gesetzt, es wird das X und das Y gesetzt. Schreiben Sie das mal. Ein Konstruktor für die Klasse Turm. Eine Funktion, Methode, die einen neuen Turm zusammenbaut. Wir sagen, guck mal, wo schreibe ich denn jetzt hin? Ah, ich schreibe es ganz an den Anfang. Der Konstruktor soll öffentlich sein. Er heißt wie die Klasse, Turm. Er heißt nicht Bauerenturm oder was auch immer, er heißt Turm. Turm ist sowohl der Name einer Funktion jetzt, der Name des Konstruktors, wie der Name der Klasse, identisch. In anderen Sprachen ist es nicht unbedingt identisch, aber in den C-üblichen Sprachen heißt der Konstruktor wie die Klasse. Er kriegt die X-Koordinate, er kriegt die Y-Koordinate, wo das Ding stehen soll, und er kriegt als Boolschen Wert, ja oder nein, ob dieses ein weißer Turm ist oder ein schwarzer Turm ist. Und in Schweifklammern schreiben Sie, was der Konstruktor tun soll. Er soll diese Koordinaten setzen. Ich sehe übrigens hier gerade, ist weiß, sollte ich natürlich klein schreiben. Ist weiß ist ja nicht öffentlich, den schreibe ich mal klein. Und dann setze gefälligst XYZ. So könnte man das tun. Machen wir gleich, glaube ich, noch ein bisschen anders. This.x ist gleich x. This.y ist gleich y. This. Ist weiß ist gleich ist weiß. So könnte man das tun. Wäre nicht ganz falsch. Und man könnte jetzt obendrein noch die Form setzen. Was war das? Protected char. Ist nicht gleich projected klar Form, nenne ich das einfach mal hier. Welcher Buchstabe ist zu verwenden? Dass Sie sagen, Form ist gleich. Und jetzt muss ich gucken, brauche ich jetzt die weiße Form oder die schwarze Form? If ist weiß, nehme ich die weiße Form, die muss ich da gleich reinkopieren. Und wenn er schwarz ist, nehme ich die schwarze Form. Und dann brauche ich diese Variable hier gar nicht mehr.
Also hier die schwarze Form, das ist der da unten und die weiße Form, das ist der da oben und diese Variable ist dann erledigt. Und so sieht das schon eine Nummer hübscher aus. Der Konstruktor weiß jetzt, welche Form zu verwenden ist. Die wird noch nicht auf dem Bildschirm landen. Da sorgen wir dann irgendwann heute Mittag dafür, dass sie auch auf dem Bildschirm landet und dass es mehr gibt als einen Turm. Ich möchte nur eine Sache gerade noch richtig hinkriegen. Was mir nicht so richtig super gefällt, ist, dass der Konstruktor von dem Turm jetzt in allen möglichen Sachen von der Mutterklasse hier rumrührt. Man würde typischerweise auch dieser Mutterklasse einen Konstruktor geben. Public Schachfigur. Int x, int y, bool ist, na, ist weiß. Und würde diese Geschichten hier da erledigen. Man würde dem sogar diese Form geben. Char-Form. Upsala. This.form ist gleich Form. Denn all das ist ja identisch, egal ob es ein Läufer ist oder ein König ist oder ein Turm ist. All das ist ja identisch. So eine neue Schachfigur, wenn sie gebaut wird, braucht Koordinaten, muss wissen, ob sie weiß ist oder nicht. Und sollte so einen Buchstaben haben, wie sie dann dargestellt wird. All das ist identisch, das können wir doch hier insgesamt erledigen für die Schachfigur und muss da oben das dann merken. Jetzt muss ich dann aber hier dafür sorgen, dass an dieser Stelle auch der Konstruktor von Schachfigur aufgerufen wird. Ich muss dieses x und das y und das ist weiß und diese Form muss ich irgendwie übergeben. Sehen Sie eine Chance? Ich muss hier, um einen Turm zu bauen, eine Schachfigur bauen. Wie muss das aussehen? Genau, das sind Vokabeln wieder. Das heißt hier Doppelpunkt Base. In C++ heißt es nicht Base, aber sieht es ungefähr so ähnlich aus. In Java sieht es anders aus. Man muss in der ersten Zeile nach der Schweifklammer irgendwas tun. Ich rufe den Konstruktor der Basisklasse auf. Um einen Turm zu bauen, muss ich erstmal den inneren Teil dieser Zwiebel sozusagen bauen und die dann äußere Schichten noch drum kommen. Das ist Base. Ich rufe den Konstruktor der Mutterklasse auf. Was will der Konstruktor der Mutterklasse haben? Er will ein x haben, er will ein y haben, er will wissen, ob das Ding weiß ist oder nicht. Und hier will er jetzt die Form haben. Da muss man noch ein bisschen Raffinesse walten lassen. Wie kann ich denn jetzt hier an die Form kommen, wenn es nur eine mögliche Form gäbe? Wenn es immer die weiße Figur wäre? Dann wäre das einfach. Aber es ist ja nicht immer die weiße Figur. Ich muss, je nachdem, ob sie schwarz oder die weiße Figur ist, was anderes machen. Hatte ich letztes Semester nicht so ausführlich erzählt. Es ginge schon mit C. Weiß nicht, vielleicht haben Sie es mal jemals gesehen. Wie könnte ich hier zwei Sachen angeben, aus denen eine wählt? Ist ein bisschen esoterisch, aber an dieser Stelle sehr hilfreich. Ich kann Folgendes schreiben. Ist weiß. Na, ist weiß. Fragezeichen. Wenn er weiß ist, nehme den. Und wenn er nicht weiß ist, nehme den. Das ist an dieser Stelle die Rettung, sozusagen. Kommt nicht allzu häufig vor, ich habe es letztes Semester gar nicht erzählt. Es geht in C-Sharp genauso wie in C, wie in Java und in anderen C-Sprachen, dieses mit dem Fragezeichen. Hier vorne steht ein booleischer Wert, das kann auch eine Abfrage sein, ist A gleich B. Wenn das hier vorne wahr ist, nehme den. Wenn das da vorne falsch ist, nehme den. Und dann habe ich den Konstruktor fertig. Vielleicht sollte ich das nochmal im Zusammenhang erzählen.
Also, die Mutterklasse Schachfigur hat jetzt einen Konstruktor, der x nimmt, y nimmt, ist die Figur weiß oder nicht, und einen Buchstaben, mit dem sie dargestellt wird. Das ist für alle von den Schachfiguren identisch, das werde ich auslagern in die Mutterklasse. Jetzt muss ich aber, wenn ich den Turm baue, dafür sorgen, dass erstmal alles zusammengebaut wird, was zu der Mutterklasse gehört. Der Konstruktor der Mutterklasse braucht das x, braucht das y, ist weiß, und er braucht die Form. Und das mache ich hier mit diesem kleinen Trick. Das hat jetzt nichts mit Vererbung zu tun, dieser Trick da hinten, aber an der Stelle ist der ganz hilfreich. Mit diesem kleinen Trick hier hinten sorge ich tatsächlich dafür, dass er auch richtig sofort die Form kriegt. Ab Mittag geht es dann damit weiter, tatsächlich auch das Ding zu zeichnen, auf den Bildschirm zu bringen. Das heißt, wir werden noch eine zweite Funktion kriegen, nicht nur bewege nach, sondern auch eine Funktion, die das Ding anzeigt. Vielleicht dann mit Mausklicks auch dafür zu sorgen, dass tatsächlich dieses Bewege nach aufgerufen wird. Und vielleicht noch ein paar andere Figuren auch zu erzeugen. Wenn Sie eine erzeugen können hier, wenn Sie den Turm wissen, wie der geht, dann ist klar, wie der Läufer geht. Und dann ist klar, wie vielleicht sogar das Pferd geht. Die anderen sind ja ein bisschen raffiniert, was die Bewegungen angeht. Mal gucken, was heute Mittag dann hinkriegt.